erstklassiges Tomatenwetter. Sie werden jetzt schon schön reif und bald kann man wieder in den Genuss kommen, täglich frische Tomaten aus seinem eigenen Garten zu genießen. Einfach himmlisch. Plötzlich fangen deine Früchte an zu faulen, aber du weißt nicht warum und du weißt auch nicht, was du dagegen tun kannst. Es handelt sich nämlich um eine Blütenendfäule, die durch einen Kalziummangel im Gewebe der Früchte entsteht. Das heißt, wenn dein Boden einen Kalziummangel hat, dann kann es passieren, dass deine Tomatenfrüchte die Blütenendfäule bekommen. Aber bevor du jetzt hier so eine Kalziumtablette in Wasser auflöst und damit deine Tomaten begießt oder dir jetzt schnell einen Dünger holst, gibt es noch andere Ursachen, aber auch Maßnahmen, die du treffen kannst, um gegen die Blütenendfäule vorzugehen. Ist in der Regel so, dass der Boden, wenn er mal einigermaßen gut aufbereitet ist, meistens gar keinen Kalziummangel hat, sondern andere Faktoren da eine größere Rolle spielen. Der Kalziumtransport ist eng verwoben mit der Wasserversorgung der Pflanze. Das heißt, wenn halt deine Pflanze nicht genug Wasser abbekommt oder auch unregelmäßig gießt, dann kann das dann sehr schnell passieren, vor allem wenn es jetzt hier so trocken ist und die Pflanze dann noch einen Trockenheitsstress bekommt, dass sie dadurch die Kalziumversorgung für ihre Früchte rechtzeitig schafft. Ich habe meine Tomatenpflanze für etwas längere Dürreperioden trainiert. Das heißt, ich gieße zum Beispiel nur einmal im Monat und wenn, dann richtig ordentlich, damit das Wasser auch auf tiefere Schichten nach unten sickert. Das habe ich gleich zu Anfang gemacht, damit die Wurzeln dem Wasser folgen und gute 1 bis 2 Meter tiefe Wurzeln bilden. Schließlich ist die Tomate eine Wüstenpflanze. Beobachte einfach deine Pflanzen, dann wirst du auch sehen, ob sie Wasser brauchen oder auch nicht. Wenn sie jetzt zum Beispiel am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, immer noch schlappe Blätter haben, dann wirst du dann mal, kannst ein bisschen die Erde, den Mulch vielleicht zur Seite machen und gucken, ob die Erde feucht ist. Wenn sie dann pups trocken ist, dann weißt du, dass die Pflanze jetzt vielleicht auch mal Wasser braucht. Oder auch in dem Fall, wenn du siehst, dass deine Tomaten Blütenendfäule hat, dann würde ich da mal vielleicht ein paar Maßnahmen dementsprechend auch nachgeben, vielleicht mal die Tomate dann wieder ordentlich zu wässern. Wenn die Pflanze keinen Stickstoffüberschuss hat, dann richtet sie ihre ganze Kraft mehr in das Wachstum, beispielsweise in die Triebe und in die Blätter und viel weniger in die Fruchtbildung. In dem Fall kannst du eine Brennnessel- oder Beinwelljauche nutzen. Was du auch schon von vornherein machen kannst, ist, wenn du die Tomate in ihren Platz zum Beispiel ins Gewächshaus reinsetzen möchtest, dass du halt in das Grabloch ein paar Blätter von Brennnessel oder auch Beinwell mit reinlegst, damit die halt schon mal eine schöne Versorgung haben. Die Luftfeuchtigkeit spielt auch einen wesentlichen Faktor bei der Blütenendfäule. Ist die Luftfeuchtigkeit niedrig, so wird die Transpiration in der Pflanze gefördert. Das heißt, eine Verdunstung über die Blätter findet statt und wie ich dir ja vorhin erzählt habe, ist der Kalzium und der Wasserversorgung eng miteinander verwoben und hier hat dann die Pflanze einen Anreiz, durch diese Verdunstung halt Wasser wieder nachzugeben, auch in die Früchte und gibt halt hier nochmal wieder Kalzium den Früchten. Erhöhe die Luftzirkulation, also im Folientunnel oder auch im Gewächshaus die Türen und Fenster aufmachen oder hier auch die Seite. Und setze deine Pflanzen auch nicht zu dicht, mach ein bisschen größere Abstände und bei den Tomaten jetzt auch, dass du halt von unten die älteren Blätter einfach entfernst, die dann sowieso stören oder auch eventuell noch Bodenkontakt haben. Jetzt kannst du gegen die Blütenendfäule vorgehen, aber das wird sich nicht mehr zurückbilden. Die neuen Früchte werden dann hier keine Blütenendfäule bekommen. Die alten, die es schon bekommen haben, werden sie nach wie vor haben. Aber hier auch keine Panik, du kannst es runterschneiden und die Früchte immer noch genießen. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen Mehrwert gegeben. Gerne einen Daumen nach oben geben oder auch etwas in die Kommentare schreiben. Ich habe noch weitere Tipps hier auf meinem Kanal, beispielsweise wie du schöne Gurken anbauen kannst und keine Blätter. Werde ich hier an der Seite mit verlinken. Damit du auch keine weiteren so hilfreichen Tipps verpasst, die du bei dir im Garten umsetzen kannst, abonniere noch gerne kostenlos den Kanal und drück dabei auch auf die Glocke. In diesem Sinne werde ich mich jetzt hier verabschieden, werde noch weiterhin dieses wunderbare Tomatenwetter genießen und die ersten Früchte sind auch schon reif geworden.